Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Yu-Gi-Oh! World Wide Edition Stay Away to the Destiny Duel, nachdem wir Mr. Joseph Wheeler, ja, der Galax-Bandit im Casino, angefangen haben. Letztes Mal machen wir bei dem gleich weiter hier, weil ich den jetzt einfach schlagen kann mit diesem Deck. Ach, ich wollte mein Deck noch überarbeiten, fällt mir gerade ein. Das habe ich im letzten Part ja gar nicht gemacht. Verdammt, damit Fail. Deswegen aktiviert erstmal die freundliche Wohltat, genau, und bin da sofort seinen Zug. Was könnte das für ein Monster bloß sein? Werden wir es erfahren? Ja, wir werden es erfahren mit freundlicher Wohltat. Wo ist das Monster? Ah, der Alligator-Schwert. Der wird mal gleich fein geopfert. Tschüss, du kleiner Alligator. Alligator-Schwert. Ein Alligator, der ein Schwert hat, ey. Kann das gut gehen? Nein, sag ich. Das geht nicht gut. Wie kann Alligator denn überhaupt schon damit ein Schwert umgehen, ja? Wo hat der nicht die Ausbildung gemacht? Okay, nimmt sich Fusion, spielt die Lichtschwerter, spielt den Zauberer der Zeit, aktiviert seinen Effekt und sagt... Falsch, oder? Sag jetzt nicht, das... Nein, war richtig, du bist ein kleiner Bastard! Kleiner, frecher Bastard, du Zauberer der Zeit. Kann er das auch nicht einmal aktivieren oder kann er das immer aktivieren? Er kann es wahrscheinlich wohl immer aktivieren, ist irgendwie... Ein Scheißeffekt, auf gut Deutsch gesagt. Aber wir haben die noch die Riesen drin. Hat erstmal spielen wir die freundliche Wohltat aus. Und schmeißen den weg und den weg. Danach spielen wir eine Fallgrube und dann spielen wir Dynamis! Ein Angriffsmodus. Du bist dran, Joseph. Wheeler. Er opfert für. Oh, den hatten wir doch auch schon gerufen, Mr. Joseph. Hier, Fallgrube. Tschüss. Die Gas beauftragte den Dämon auf der Gegenseite. Fontänenelf. Angriffsmodus! Beenden. Oh, eine zu lang halten diese Lichtschwerter noch. Das kann es doch irgendwo nicht sein. Goblin Power Truppe! Attacke! Das habe ich 700 Lebenspunkte gekostet und ein Monster. Aber ihn kostet es, dass der Verteidigungsmodus geht. Haha. Glock der Zerstörung. Wunderbar. Und wir spielen Copycat aus. Jetzt können wir. Die Angriffspunkte kopieren und müssen unseren Zug auch schon beenden. Lichtschwerter, tschüss, danke. So einfach geht das. So, was kommt jetzt? Das Axtmonsterchen. Das kriegt erstmal keine Glocke ab. Okay, verstehe ich zwar nicht, was das soll, aber egal. Wir rufen nochmal eine Dynamis auf das Feld. Und wir werden erstmal ein bisschen Schaden sorgen hier. So, Attacke Dynamis greift die Goblin Power Truppe an, die gerade schläft. Weck sie einmal auf. Nee, lass sie gleich weiter schlafen. Wir haben sie auf den Friedhof geschickt. Sorry, mein Fehler. Haha. So, Axtmonster ist aber weg. Und jetzt ein dicker, fetter Angriff auf seine Lärmspunkte. Schön. So, noch 3100. Ich möchte diese Glocke nicht aktivieren, ja? Ich möchte sie noch nicht aktivieren. Was spielt er jetzt? Och, du bist so ein kleiner Bastard, ey. Richtiger kleiner Bastard, Schwarzloch. Das schicke ich dir auf den Kartenfriedhof hier. Glocke der Zerstörung, weg damit! So, jetzt brauche ich nur noch ein Monster mit genügend Angriffspunkten. Oh. Ja, genau, das ziehe ich natürlich nicht. Wieso ist auch der Zufall so wollt? Also, der Zufall ist so will. Oh, die verdeckte Karte stört mich nicht. Hexe Schwarzloch hat nicht genügend Punkte. Deswegen spiele ich dann mal nur im Verteidigungsmodus. Ihr kommt, der Gerfried. Attacke! Auf die Echse des Schwarzen Waldes. So, ich darf ein Monster nehmen. Nehme den farbigen Fisch auf die Hand. Dann habe ich das dann nämlich gewonnen. Passt auf, passt Obacht. Hier kommt die mächtige Zauberkarte Riesentrunade. Einmal. Dann spielen wir das mächtige Schwarze Loch aus. Dann rufen wir den mächtigen Force-Angreifer und beenden schön dieses Duell. Hat jetzt schon 5 Minuten gedauert gegen den, ey. Diesen Pappenheimer hier. Der Lacker vom Dienst. Es geht einfach nicht. Das dauert zu lange. Das muss schneller gehen. Da muss mehr Turbo rein. Ja, ja, du brauchst echt eine Menge Training, Kollege. Echt eine Menge Training. So, wie gesagt, ich wollte eigentlich mein Deck nochmal überarbeiten. Und zwar, was tun wir raus? Wir tun Normalus raus. Wie dieses Monster hier. Ich weiß es gar nicht, wie oft. Aber wir sollten, glaube ich, erstmal unsere
neuen Karten erstmal reinpacken, die wir, ich glaube, letztes Mal gewonnen haben. Was hatten wir denn da? Das Axtmonsterchen. Wo ist es denn? Hier, einmal. Was Stärkeres hatten wir nicht. Mit 4 Sternen. Nein. Bin schon viel zu weit. Dann habe ich noch ein Monster gerade gesehen mit 1650. Jawohl, 50 Punkte. Machen was her. Würde ich noch einen Sternsoldaten zurückschicken. Dann erstmal das Ganze hier sortieren. Das geht nämlich auf ein bisschen auf den Sack. Ganz ehrlich. Dann noch die mystische Elfe kommt auch noch raus. Also eine Kopfjägerin kommt auch noch raus. Was haben wir mit einer neuen Zauberkarte? Da hatte ich noch einen starken Wachposten, glaube ich. Im Kopf, den wir letztes Mal gewonnen haben. Nichts Weltbewegendes dabei. Schmerzhaften Anhänger hier. Ich glaube, die war das. Ne, schau dir die an, das ging hast du wieder deine Karte Legacy zurück. Genau. Die kommt einmal rein. Und dann können wir noch was mit Zauber. Können wir noch was wieder mit Verstärken holen. Genau, tun wir das auch noch rein. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein paar Karten wieder mehr raus tun. Nee. Wir tun die Riesenrate so langsam aussortieren. Genau. So, das passt dann besser. Eine Fallenkarte habe ich, glaube ich, nicht gewonnen. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Joseph, du bist dran. Komm her, mein kleines Babychen. Kleine Lacker vom Dienst heißt kleines Baby vom Dienst. So, genau, mein Getränk ist auch bei mir. Sehr, sehr schön. Weiter geht's. Rufe das Axtmonsterchen. Die Hand ist nicht berauschend. Vielleicht ruft er seine Goblins. Wollen wir mal schauen? Oder dieses Monster. Ist genauso gut. Verliert nämlich Punkte. Kopiert mein Monster nicht die Punkte. Ohne abgezogen, die Punkte, die es aktuell hat. Egal, wir machen es einfach. Wird nicht gefragt, wird gemacht. Jawohl, 2-1 haben wir, yes. Also die Grundattacke. Da wäre 200 mehr, ist das Monster weg. Tschüss, danke für den super Effekt, Mr. Joseph, der sich mal wieder nur auf sein Glück verlassen hat. Tja, so ein Lacker. Er nimmt sich Fusion auf die Hand. Spielt Monster, muss man sich das Axtmonsterchen zurück. Opfert dieses für den Beauftragten der Dämonen. Ja. Er hat eine Strategie. Oder eine verdeckte Karte. Ja, und die ist jetzt nicht das Problem. Yes. Wir können den Raumtyphon aktivieren. Dann ist die schon mal weg. Dann können wir den Pinguin-Soldaten flappen. Nachher. Dann ist der Beauftragte Dämon auch wieder weg. Und der Legato-Schwert, okay. Greift er wieder auch mit an. Jawohl, super. Gut gemacht, Joseph. So, der kommt einmal zurück. Und der kommt einmal zurück. Beide zurück auf die Hand. Damit war dann Opfer umsonst. Schwerer Sturm. Ja, hilft mir alles nichts. Jin, der Lampengeist im Angriffsmodus. Der hilft mir da schon eher weiter. Nämlich ein schöner direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. So, Spielzug beenden und auf das Pech von ihm hoffen. Ja, er muss Monster nur im Verteidigungsmodus spielen, okay. Wir greifen nur an. Das ist das Monster nämlich Geschichte. Das müsste Alligator-Schwert sein. Nee. Das Axtmonsterchen, okay. Naja, er hat immer noch keinen Opfer für seinen Beauftragten. Ziel erfüllt. Wieder ein Monster. Das könnte diesmal Legato-Schwert sein. Oh, Reißen-Attribut, okay. Ich brauche Monster. Da habe ich wahrscheinlich zu wenig Monster im Deck, kann das sein? Verdammt! Ja, Legato-Schwert. Also, das ist natürlich auch wieder ein Nachteil, wenn ich zu wenige Monster habe und so viele Zauberkarten drin habe. Und nur ein paar Fallen. Er spielt Fusion. Für den da. Adios! Oh, ich habe vergessen, die Karte später zu aktivieren. Hier kommt Gefried. Ah, da macht man nochmal schon Damage. Aber daher kann ich ihn zurückholen mit Monster Remus und das passt. Super. Ich danke dir, Mr. Joseph. Oder?
Yes, der schwarze Totenkopfdrache steht jetzt unter meiner Kontrolle. 9 Sterne, Monster, ist das okay? Oh, wir können ihn noch ausrüsten hier. Sauber. Weiter 3-9. Attacke! Vernichte Gearfeed, den eisernen Ritter. Ja, 3900, da kommt der Joseph einfach nicht mehr gegen an. Da wird er wohl eine Zauberkarte ziehen müssen. Genau sowas. Nein, ich möchte keine Punkte opfern. Weil ich erstmal Monster brauche, ist viel, viel wichtiger. Ja. Wie zum Beispiel den Becher des Thronsalz. Attacke! Los geht's! Ich habe echt Bock, wieder richtig aufzunehmen. Ich hatte echt so eine kleine Duschschrecke gehabt, ey. Aber jetzt, das macht schon wieder Fun hier. Ach Gott, spür mal was Besseres aus, Junge. Gemeinsam sind wir stark, toll. Würde mir was helfen, wenn ich ein Monster hätte. Ein zweites meine ich damit. Was auch angreifen könnte. Noch ein Alligator-Schwert. Hat er 3 davon in seinem Deck, oder was? Oh, die Musik einfach. Die macht doch einen... Oh, die freundliche Wohltat. Ah, hat ihm Glück gebracht. Leider. Also gegen ihn brauche ich jetzt länger. Das ist dann nicht so toll, ey. Ich habe jetzt kein Monster auf der Hand. Ja, das könnte mir was helfen. Nämlich bei dem Sortieren des Decks. Axtmonster, ja, okay. Ich krieg wieder Schaden ab. Mal gucken, wie lange. Überläufer bleibt vorne. Die kommt noch weiter nach vorne. Der Magier des Glaubens. Tun wir weiter nach hinten verlegen. Warum habe ich mir Überläufer genommen? Werdet ihr jetzt gleich sehen, warum. Wir nehmen nämlich Überläufer. Klauen uns dieses Monsterchen. Spielen den Beauftragten der Dämonen aus. Und damit hat sich schon gelohnt. Attacke, Beauftragter. Attacke, zeig seine Bolzattacke. So, noch 1450. Okay, Spiel zu beenden. Er ist wieder dran. Das ist natürlich schon noch länger als 5 Minuten. Jawohl, das war's. Fertig. Erledigt, Bastard. Attacke. Sieg. Auf ganzer Linie. Na gut, nicht auf ganzer, aber Sieg. So, der zweite in diesem Part. Das war schon das zweite Duell. Schwert der Tieflinge, naja. Habe ich mir gerade überlegt, vielleicht reinzupacken. Ne, wir machen uns noch einmal Joseph. Vielleicht wird mich mit dann mal Yugi zu. Ich versuch's dann einfach mal. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Schon mal Verbrecher-Duo. Der 2 Opfermonster, das ist zu viel. 2 Effektmonster, was war das? Sehr schön. Bin gleich mal um Jin so erleichtert. Was ist keine Ahnung, das ist grauenhaft. Ganz ehrlich, grauenhaft. Toll. Ich habe eigentlich ins Knie geschossen. Ganz ehrlich. Dadurch habe ich mir echt ins Knie geschossen. Mit Verbrecher-Duo. Habe ich ihm eine Kombination ermöglicht, die er normalerweise nicht gespielt hätte. Yeah! Copycat! Dadurch kann ich Jinsus Punkte kopieren. Dann können wir die noch verstärken. Mit gemeinsam sind wir stark. Jawoll! Super! Also, da habe ich mir doch nicht ganz ins Bein geschossen. So, Jinsu, Schiss. Ah, Copycat kann mir doch manchmal aus der Patsche helfen. Wie jetzt zum Beispiel. Die Lichtschwerter, okay. Und 2 Monster Verteidigungsmodus. Nicht gerade das, was ich mir von ihm erwartet habe. Hier noch ein Monster. Damit wir mal unsere Power noch erhöhen können. Schädeljäger, Axtmonster. Tschüss, Axtmonster. Mit was willst du angreifen? Ja, habe ich mir auch gerade gefragt. Du nahmst beiden immer auf der Hand. Kann ich später vielleicht noch gebrauchen.
Kommt der Beauftragte der Dämon, sag ich doch. Können wir später noch gut gebrauchen. Magier des Glaubens, was habe ich auf dem Friedhof? Verbrecher, du. Könnte sich doch lohnen. Nein, nur noch zwei Handkarten. Okay, Gerfried und B-Drache im Angriffsbaum. Leckt das jetzt sowas von? Okay, hat so gut kurz geleckt. Jetzt nochmal, warum auch immer. Das ist doch unnormal. Ja, ich habe nur Verbrecher-Duo auf dem Friedhof gehabt. Hat überhaupt noch zwei Handkarten, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Ne, eine. Überläufer. Na, bringt mir nichts. Spiele ich den hier aus. Dann können wir jetzt mal ein bisschen Damage machen. Einmal hier. Beauftragter. Und dann auf den Babydrachen. Tschüss. Aber der Babydrache hat ihn mehr Punkte gekostet als alles andere. Aber warum es jetzt gerade so kurz geleckt hat, keine Ahnung. Ach nee, nicht der Panther. Ja, dafür opferst du ein Monster, ey. Trottel. Dafür wird doch kein Monster. Also Panther kriegt gerade zwar viele Punkte, nur ein 4-Sterne-Monster, aber. Ja, nee, so irgendwie. Kann man sich auch. Kann man das auch selber opfern? Oder geht das nicht? Mm-mm. Kommen wir auch nochmal ein paar Punkte drauf auf Copycat. So, zwei Ausrüstungen. Ich habe kein Monster, ey. Aber ich hätte auch. Ja, ich hätte gewonnen, oder? 1000. Ja, locker. Mit Überläufer. Verdammt! An die kam ich gar nicht. Aber jetzt kann ich es auch aktivieren. Jetzt ist. Ja, auch Zappenduster. Ich krieg sogar noch Bonuspunkte, merke ich gerade. Flappen wir das Monster noch. Raus da von der Verteidigung in den Angriff. Tschüss. 4-7. Super. Damit haben wir ihn auch nochmal besiegt. Damit haben wir Joseph Wheeler auch fertig. Gefällt mir. Also. Dann kommen wir mal das nächste. Unglückliche Jungfrau. Schrottmonster, ey. Ganz ehrlich, warum das selten ist. Keine Ahnung. Gegen Juri habe ich auch schon einmal gewonnen. Na gut, machen wir ihn einfach mal. Dann König der Spiele. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Gegen den Master spielen wir jetzt. Auf Disaster. Los geht's. Okay, Jinzo habe ich schon mal. Ah, damit lässt sich arbeiten. Ja, damit lässt sich echt arbeiten. So. Damit haben wir schon mal was gespielt gegen ihn. Er ist dran. Mal gucken, was er hat. Die Elfenzwillinge. Nein, die Elfenzwillinge. Die Zwillingselfen, meine ich. Nein, ich habe Jinzo schon auf den Friedhof geschickt. Tänenelf. Was haben wir noch? Pinguinsoldat. Wir spielen den Wächter aus und kombinieren den noch mit dem Hedgler hier. Aber wir müssen. Na gut, wir spielen jetzt schon viele Karten aus. Also wir verpulvern uns schon quasi unsere Munition gegen ihn. Aber ich habe noch Pinguin-Soldat, also das ist noch was in der Hinterhand. Aber halt nicht viel. Magier des schwarzen Chaos. Jetzt aktiviere ich hier eine Fallenkarte. Reißen Attribut! Nein, möchte ich nicht aktivieren. Topf der Gier, sehr schön. Darf ich zwei Karten ziehen? Riesentronate. Wir werden angreifen. Mit 10 und 11. Ah, ich kann mich halten. Ich gehe sogar jetzt in Führung. Gegen den König der Spieler, ja. So, ich glaube, nach dem Duell hier ist der erste Part wieder vorbei. Was kommt jetzt? Die Lichtschwert. Okay, er hat wohl nichts Berauschendes gerade. Ich habe bei Geki gezogen. Man muss unsere Verteidigung mal ein bisschen stärken. Mehr kann ich momentan nicht spielen. Ja, auch nicht, okay. Okay, wenn du passt, passe ich auch.
nicht. Ich spiele lieber Monster aus. Okay, er hat momentan wohl wahrscheinlich nichts. Da ist natürlich Lichtschwert nämlich fort. Und jetzt muss was kommen. Wie zum Beispiel der da. Ja, warum greifst du mal Verdecktes an? Als wenn der Yugi das wüsste immer, ey. Das ist doch... ja. Ich würde mal sagen, das Duell ist gelaufen für dich. Mit 5000 Lebenspunkten kann man viel erreichen. Nämlich das hier. Dann noch die Zauberkarte hier. Auf den schönen Drachen. Dann noch Raigeki hinterher. Jetzt könnte ich noch Monster-Animationen spielen, aber... komm. Wir machen ihn fertig. Damit der Part nicht allzu lang. Yeah! Yoin! Tja, Yugi verloren. Das ist ein beachtlichen Deck, das ist so ein geiles Deutsch. Da waren wir gerade, spielen wir die große Motte aus. Babydrache.